Weißskeptik hat ein Video zu Shuyoka rausgebracht. Und der Videotitel klingt schon mal vielversprechend. Das Shuyoka-Bashing muss aufhören. Inwiefern das der Fall ist, schauen wir uns jetzt mal an. Was ist da los rund um Shuyoka? Wenn man auf YouTube unterwegs ist, kommt man um das Thema fast nicht mehr drum herum. Überall wird auf Shuyoka reacted, kommentiert, es wird beleidigt, gebannt und jetzt haben sich auch noch andere Medien eingeschaltet. Aber keiner stellt sich die eigentlich wichtigen Fragen. Aber dafür habt ihr ja mich. That's what I do. I drink and I know things. Egal, ob du nur einen unbeteiligten Take dazu haben willst, dir das alles völlig egal ist oder du dich sogar fragst, was zur Hölle ein Shuyoka überhaupt sein soll, dann bist du hier richtig. Denn wir können hier alle etwas Größeres lernen. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt, wie man ein paradoxes Dilemma löst, erklärt. Wir können hier etwas Größeres lernen. Ich würde sagen, wir können hier lernen, wie die Woke-Ideologie im freien Diskurs scheitert. Also Shuyoka kommt ja mit ihrer Ausrede, ich bin eine Frau, das ist eine antifeministische Hetzkampagne, im freien Diskurs nicht groß weiter. Sie wird komplett zerstört und das auch völlig zu Recht. Also ich finde, wir sehen hier, wie die Woken metapolitisch auf Twitch zumindest zurückgedrängt werden. Und das ist eine meiner Meinung nach sehr positive Entwicklung. YouTube Beef ist eigentlich nicht mein Ding. Da fragt gerade einer im Chat, ob das BIP die nächsten Jahre steigen wird. Du, das kann man über mehrere Jahre unmöglich prognostizieren. Also wenn die Politik so weitermacht wie aktuell, dann dürfte der Anstieg sehr gering ausfallen oder gar nicht vorhanden sein. Aber wenn endlich wieder eine halbwegs vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht wird und auch sonst kein großer exogener Schock reinkommt, dann steigt das BIP normalerweise über lange Zeiträume. Das ist etwas, was man ziemlich allgemein sagen kann. Aktuell sorgt die deutsche Politik absichtlich dafür, dass das deutsche BIP fällt, dafür, dass wir eine Wirtschaftskrise erleben. Das macht die Ampelkoalition durch ihre völlig bescheuerte Sparpolitik innerhalb einer Rezession. Das macht die EZB durch ihre Zinserhöhung, die die Wirtschaft noch weiter in den Abgrund reißen. Aber die Politik wird nicht immer so verrückt sein, wie sie gerade ist. Normalerweise steigt das BIP ja über lange Zeiträume. Das heißt, wenn wir wieder eine halbwegs vernünftige Regierung bekommen, dann müsste das BIP auch ansteigen. Und auch auf Twitch bin ich in der Regel gar nicht zu finden. Trotzdem ist mein Feed seit Wochen überladen mit irgendwelchen Videos rund um Shuyoka. Im folgenden Video erläutere ich kurz, worum es geht und erkläre dann, in was für einem Dilemma sich alle Beteiligten befinden und was wir daraus lernen können. Erstens, wer oder was ist Shuyoka? Shuyoka sind keine asiatischen Instant-Nudeln, nein, es ist das Online-Pseudonym von Pia Scholz. Sie ist als Streamerin vornehmlich für zwei Dinge bekannt. Ihr Gaming, wofür sie sogar den Deutschen Gaming-Preis 2023 bekommen hat und für ihre ausgesprochen feministischen Positionen. Zweitens, worum geht's? Shuyoka wird aktuell haufenweise angefeindet, aber auch von vielen supported. Das Spektrum der Meinung zu ihr endet bei folgenden beiden Extrempositionen. Und natürlich gibt es eine ganze Menge dazwischen. Position pro Shuyoka. Unterstützer sehen in ihren Kritikern einen hasserfüllten männlichen rechten Mob, der ihre heftigen Gaming-Skills einfach nicht anerkennen will und sie stattdessen lieber in der Küche sehen würde und ihre legitime Kritik an patriarchalen Strukturen und ihren elenden... Da würde sie tatsächlich weniger Schaden anrichten wahrscheinlich. Kampf für Gleichberechtigung durch ihre Inselmentalität torpediert und versucht, sie psychisch zu brechen. Position kontra Shuyoka. Kritiker sehen in ihr eine talentlose Möchtegern-Gamerin, die den Preis nur aus Quotengründen... Mir ist völlig egal, wie gut sie Videospiele spielt. Es interessiert mich nicht. ...bekommen hat, dabei sowieso nur von oben herab den Woke-Moralapostel spielt, durch Lügen und Hetze versucht, Leute zu bannen und zu canceln. Und sich mit ihrer... Zack, das ist der entscheidende Punkt, um den es mir geht. Sie versucht, Leute, die nicht ihrer Meinung sind, aus dem Diskurs auszuschließen. Sie versucht, den Meinungskorridor einzuengen. Die berühmte Cancel Culture. Shuyoka ist eine ihrer prominentesten Apologetinnen. Und auf Twitch ist sie wohl die größte und relevanteste. Und wir sehen, dass sich Organisationen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung mittlerweile mit ihr solidarisieren und sich in diesem Beef einmischen. Wir sehen, dass sich Bundestagsabgeordnete mit ihr solidarisieren. Und das ist wirklich eine Grenze erreicht und Bundestagsabgeordnete und staatlich geförderte Stiftungen die Cancel Culture vorantreiben müssen, dann ist das etwas, dem man sich entgegenstellen muss. Unsympathischen Art eine unterfickte Emanze mit dauerhaften PMS nicht wundern muss, wenn man zurückschießt und sie fertig macht. Drittens, was stimmt? Diese Positionierung... Nein, nicht fertig macht. Es geht nicht gegen Shuyoka persönlich, das möchte ich hier mal ganz klar sagen. Es geht nicht gegen sie persönlich, es geht gegen ihre politischen Positionen. Sie sollte weiterhin ihre Meinung sagen dürfen, sie sollte halt nur sachlich bleiben und nicht versuchen, andere Leute zu bannen. Also ganz einfach, sie sollte halt ganz normal andere Leute kritisieren, gerne auch polemisch kritisieren, aber nicht versuchen, sie aus dem Diskurs auszuschließen. Nicht Twitch taggen, damit andere Leute gebannt werden und die letzten Tage hat sie sich ja beispielsweise auf Twitter ruhig verhalten.
Also die letzten 5 Tage hat sie nichts getwittert und auch nicht Tiltedfluster oder Alerta oder sonst irgendwen retweetet. Und solange das so bleibt, solange sie nicht Twitch taggt, solange sie nicht neue Cancel-Kampagnen anfängt, solange sehe ich auch keinen Grund, sie weiter zu kritisieren. Offensichtlich überspitzt dargestellt. Allerdings habe ich auf beiden Seiten tatsächlich Kommentare gelesen, die darauf hindeuten, dass manche Leute diese Meinung wirklich vertreten. Fuck. Aus meiner Perspektive gibt es auf beiden Seiten valide Punkte, aber ich spiele hier keinen Schiedsrichter. Fakt ist, die Situation ist so zerfahren, dass es inzwischen, wie im Kindergarten, nur noch darum geht, der andere hat das gemacht und deswegen habe ich das gemacht. Viertens, Täter-Opfer-Umkehr. Das alles resultiert in einer bizarren Vereinnahmung der Täter- oder Opferrolle durch beide Seiten. Shuyoka hat... Es ist mir völlig egal, wer Täter oder Opfer ist. Ich sehe das überhaupt nicht so moralisch. Ich sehe, wer gegen mein politisches Lager kämpft. Ich sehe, wer versucht, Leute aus meinem politischen Lager zu bannen, aus dem Diskurs auszuschließen. Ich sehe, wer allgemein versucht, Leute aus dem Diskurs auszuschließen. Und das ist in diesem Fall nur eine Seite, das ist Shuyoka. Ich sehe, also sie hat ja beispielsweise den kleinen Streamer Nemesis mit einem DMCA-Strike belegt. Also sie hat einen Copyright-Claim missbraucht, um jemanden, der nicht ihrer Meinung war, jemanden, der sie kritisiert hat, jemanden, der aus meinem Lager war, zu sperren. Das ist etwas, was absolut kritikwürdig ist und was ich absolut ablehne. Also das ist doch nichts, was man irgendwie verteidigen kann oder wo man sagen sollte, ja, ist mir egal, vielleicht bin ich ja der Nächste. Keine Ahnung, ich kritisiere zwar aktuell nicht so viel Shoyoka, sondern gerade eher Dara, aber wenn Shoyoka das kann, wieso sollte beispielsweise ein Dara das nicht können, wenn ich ihn kritisiere, dass er mich sperren lässt? Hat sich gefühlt mit halb YouTube Deutschland und Twitch angelegt. Aber stellvertretend für ihre Gegner nenne ich folgend KuchenTV. Das heißt nur nicht, dass er für alles verantwortlich ist. Aber da er am beharrlichsten auf Shoyoka draufhaut, dient er gut als Repräsentant des Problems. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jemand so obsessiv mit mir sein kann, dass er einfach ein Jahr lang Videos zu mir macht, alle 3 Wochen, und sein ganzes Leben nach mir abstimmt und so eine Fixierung auf eine Frau hat, mit der er nichts privat zu tun hat und nie zu tun haben wird. Centrichok, konkretisiere mal bitte, was du meinst. Also, was hat das Ganze damit zu tun, dass du eine Frau bist? Ich verstehe es halt nach 11 Monaten immer noch nicht und sie kann mir das Ganze auch nicht erklären. Dazu bin ich auch nicht obsessiv zu dir. Bruder, ich mache einfach Videos zu Themen, die sich aktuell gut klicken, und diese Woke-Bubble-Thematik hat schon immer gute Aufrufe gegeben. Und natürlich nehme ich dann die Vorlagen mit, die ich mitnehmen kann. Egal ob Young Feldsalat, Dara oder halt eine Shoyoka. Genau das gleiche, was ich jetzt mit Shoyoka mache, habe ich auch damals über Marcellus Wallace gemacht. Das war komischerweise aber kein Problem. Ist ja aber auch ein weißer Hetero. Ganz ehrlich, Marcellus Wallace gehörte nicht zu dieser Woken Bubble und war nicht so prominent wie Shoyoka, also ist es den Wokies herzlich egal, ob du das da machst oder nicht. Sexueller Cis-Mann, ne? Klingt nach einem ziemlichen Dick-Move. Aber versuchen wir mal, seine Perspektive zu verstehen. Opferperspektive KuchenTV. KuchenTV sieht sich in der Opferrolle, weil Shoyoka negativ über ihn und andere spricht, ihn beleidigt und angeblich Lügen über ihn verbreitet. Statt sich auf inhaltliche Kritik via Video oder Gespräch zu äußern, arbeitet sie im Hintergrund mit Boykottaufrufen, Klagen und Strikes und hat es aktuell sogar geschafft, KuchenTV von Twitch bannen zu lassen. Nicht zuletzt spielt auch der Erfolg solcher Videos gegen Shoyoka eine Rolle. Und jetzt ist mir völlig egal, ob KuchenTV sich moralisch als Opfer sieht oder was für einen Blick er darauf hat. Mein Gedanke ist, ich könnte der Nächste sein. Jemand aus meinem Lager könnte der Nächste sein. Ich meine, wir gehören ja auch zu den Kritikern der Walkies. Das ist da mein naheliegendster Gedanke. Und zweitens, natürlich bin ich abstrakt für einen freien Diskurs. Ich bin dafür, dass wir Meinungen untereinander austauschen und so die beste Meinung ermitteln. Die Walkisten sind eben nicht dafür, weil sie im freien Diskurs keine Chance hätten. Und deswegen bekämpfen sie ja den freien Diskurs, wie man hier am Beispiel Shoyoka sehr gut sieht. Perspektive Shoyoka. Shoyoka sieht sich in der Opferrolle, weil sie beleidigt und gemobbt wird. Das sei ungerecht, weil sie viel seltener... Jetzt gerade einer in dem Chat schon geschrieben, der Äquivalist. Da haben die Wokisten auf Twitter irgendwelche alten Äußerungen von vor 2 Jahren ausgegraben, eine regelrechte Kampagne gegen den Äquivalisten gefahren. Er wurde bedroht, beleidigt und hat sich mittlerweile sogar entschlossen, aus Deutschland auszureisen. Also, da zeigt ja, dass die Wokisten absolut kein Problem mit solchen Kampagnen haben. Und bei Shoyoka, da heulen sie darum, also das sind Heuchler. Also... Das Gegenteil von Moral ist nicht Amoral, sondern Doppelmoral. Also das sieht man ja bei diesen Wokisten. Ihnen geht es in Wahrheit nicht darum, irgendeine abstrakte Moral zu verteidigen, ihnen geht es darum, ihr Lager zu verteidigen. Und das sollte man auch ganz klar so sehen. Man sollte jetzt nicht so tun, als, also diese vorgeschobenen Gründe, die Shoyoka hier nennt, oh, das ist eine antifeministische Hetzkampagne, oh, ich werde gemobbt, oh, mir geht's schlecht, also, oh, ich bin eine Frau. Also dieser ganze Schwachsinn, den sollten wir keine Sekunde glauben. Ihnen geht es darum, dass ihr Lager angegriffen wird. Ihnen geht es darum, dass sie in der Defensive sind. Also versuchen sie jetzt, ihre Gegner zu canceln und selbst wieder in die Offensive zu kommen, indem
ja, indem sie ihren Gegner Dinge anhängen, die einfach nicht stimmen und kommen mit solchen absurden Vorwürfen wie Mobbing, als ob Kritik im Internet an einer Person, die massenweise geäußert wird, weil diese Person halt relativ groß ist, als ob das Mobbing wäre. Also danach könnte man ja auch sagen, Gronkh wäre während Hogwarts Legacy gemobbt worden. Also das würde ja auch keiner sagen. Shoyoka hat ja damals sogar gesagt, so einen Shitstorm hätte ich gerne. Also diese Wokisten, die haben keine allgemeine Moral. Die haben ihr Lager, das es zu verteidigen gilt. Und wenn sie da irgendwelche moralischen Gründe vorschieben können, dann tun sie das. Wenn sie aber gegen jemand anderen gehen können, dann hat dieser jemand natürlich nicht die Rechte, die ein Wokie hat. Das muss uns allen klar sein. Über ihre Kritiker spricht, und auch nur dann, weil sie mal wieder angefeindet wurde. Um sich zu wehren, bleiben ja dann nur offizielle Wege, wie zum Beispiel der Rechtsweg, der angeblich läuft, und Strikes auf den verschiedenen Plattformen gegen ihre Gegner. Und Grund für die Anfeindungen sei eine willkürliche Hasskampagne gegen sie. Fünftens, wer ist im Recht? Centerchock, wir haben in unserem System nun mal eine Parteiendemokratie und Parteien sind ja automatisch politische Lager. Also unser politisches System ist so gemacht, dass wir nun mal in verschiedene Lager gespalten werden. Und ich sehe ehrlich gesagt keine Alternative zu unserer liberalen Parteiendemokratie. Also werden wir auch automatisch diese Lagerbildung haben. Ob wir das nun gut finden oder nicht, es ist nun mal die Realität. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Lagerbildung um? Und ich bin eben der Meinung, dass die verschiedenen Lager Argumente austauschen sollten und dann in einem geordneten demokratischen Rahmen entweder zu einem Kompromiss oder zumindest zu irgendeiner, wie auch immer gearteten Lösung kommen sollten. Die Wokisten sind der Meinung, dass alle, die nicht die ihre Meinung vertreten, gecancelt werden sollten. Und alle, die nicht das tun, was sie wollen, am besten aus dem Diskurs ausgeschlossen werden und am Ende ihre Ideologie durchgesetzt wird. Eine Ideologie, die sich ja zudem auch noch immer weiter radikalisiert. Und das ist etwas, was ich entschieden ablehne. Ich bezweifle, dass man diese Frage objektiv und eindeutig beantworten kann. Ich habe hier kein Pferd im Rennen und mir geht es, wie gesagt, auch nicht darum, Partei zu ergreifen. Aber die Sachlage sieht wie folgt aus. Was hat Shoyoka falsch gemacht? Sie hat andere Leute gebannt, sie versucht zu canceln, sie hat irgendwelche Sachen von Alerta retweetet, um diese Leute unmöglich zu machen. Ob jetzt Nemesis, ob KuchenTV, ob Jay Riddle, ob den Equalisten, also Shoyoka ist hier wirklich gegen jeden gegangen. Es ist völlig egal, wen man jetzt nimmt. Shoyoka hat einfach versucht, gegen unseren freien demokratischen Diskurs vorzugehen und hat sich damit als Demokratiefeindin geoutet. Anführungszeichen, weil die Bewertung sicher individuell unterschiedlich ausfällt. Ihre Fans werden sagen, das war doch alles vollkommen richtig. Natürlich sagen ihre Fans das. Die Wokisten sind keine Freunde der Demokratie. Die Wokisten sind keine Freunde des freien Diskurses. Deswegen bin ich auch ein Gegner des Wokismus. Kritiker werden sagen, das war alles falsch. Fakt ist aber, dass Shoyoka Reaktionen provoziert hat, indem sie in der Vergangenheit Leute attackiert hat und nach wie vor durch Bans, Strikes, angezettelte Shitstorms etc. Schaden anrichtet. Was hat KuchenTV falsch gemacht? KuchenTV. Ja, aus ihrer Sicht ist das ja kein Schaden. Aus Shoyokas Sicht ist es ja ein Erfolg, wenn jemand anderes gebannt wird. Da versucht sie noch auf anderen Plattformen zu bannen. Also das, man muss ja immer gucken, aus welcher Sicht das ein Erfolg und aus welcher Sicht das ein Schaden ist. Das ist wie gesagt nur der Avatar für die Gegenseite. Fakt ist, dass man sich bewusst und gezielt gemeinsam auf eine Person einschießt und ihr dadurch schadet. Teilweise wird sogar offen kommuniziert, dass man damit nicht... Ja, der Wokismus auf Twitch wird zurückgedrängt. Das ist ein metapolitischer Erfolg, den wir jetzt Nicht-Wokisten auf jeden Fall unterstützen sollten. ...aufhören wird, weshalb man ebenfalls eine Reaktion Shoyokas, zum Beispiel auf rechtlichem oder medialen Wege, provoziert. Sechstens, die Eskalationsspirale. Twitch zu taggen und zu sagen, hallo, hier, bann den mal, der hat mich kritisiert, ist jetzt keine rechtliche Reaktion, sondern einfach ein Betteln bei einem Großkonzern. Auch, ja, man hat selber kulturelle Hegemonie und versucht, dieses Blatt zu spielen. Also, das ist jetzt kein rechtliches Vorgehen. Also, wenn Shoyoka KuchenTV angezeigt hätte und dann im rechtsstaatlichen Rahmen versucht hätte, gegen ihn vorzugehen, dann wäre das was anderes. Dann hätte sie nebenbei bemerkt wahrscheinlich auch keine Chance gehabt. Also, KuchenTV hat ja nichts Illegales gemacht. Aber was Shoyoka hier gemacht hat, war das, ja, Missbrauchen von Twitch. Also, sie hat Twitchs Monopolstellung für sich genutzt. Wenn es einen eindeutigen Auslöser mit klarer Verantwortung gegeben hätte. Das rechtfertigt nicht alle Fehler, die seitdem begangen wurden. Beidseitig. Beide Seiten haben einander so sehr geschadet, dass es immer einen neuen Anlass und eine Rechtfertigung gibt, weiterzumachen. Menschen sehen Rache und Vergeltung irgendwie als Gerechtigkeit. Wie du mir, so ich dir. Aber so gibt es kein Entkommen aus dieser Spirale. Siebtens, das Dilemma. Beide haben die Wahl zwischen zwei unattraktiven Szenarien. Hier spricht bei Skeptik etwas sehr Richtiges an.
Machiavelli hat ja mal geschrieben, dass Menschen bei kleinsten Kränkungen irgendwann Rache nehmen würden, aber es bei schweren Schädigungen nicht tun könnten. Und genau das macht Shoyuka hier. Sie versucht QFTV so schwer zu schädigen, sie versucht ihn von den Plattformen zu bannen, dass er sich eben nicht mehr an ihr rächen kann, dass er eben nicht mehr Videos gegen sie machen kann. Also sie versucht eine möglichst schwere Schädigung von QFTV herbeizuführen und das gelingt ihr aktuell zum Glück noch nicht. Das muss man ja wirklich sagen. Und ja, aus machiavellistischer Sicht ist das, was Shoyuka hier macht, schon richtig. Sie hat schlicht und ergreifend keine andere Wahl, denn wie schon gesagt, hat ihre Ideologie im freien Diskurs nun mal keine Chance. Narin. Entweder immer weiter kämpfen und die Schäden auf beiden Seiten zu maximieren oder aufzuhören und Gefahr zu laufen, von der anderen Seite komplett überrollt zu werden. Man sieht hier schon Ähnlichkeiten zum berühmten Gefangenendilemma. Achtens, das Paradoxon. Obwohl hier auf Kosten der Beteiligten viel Schaden entsteht, wird auch viel Wert und Nutzen im Sinne von Aufmerksamkeit, Klicks und damit auch Geld erzeugt. Das ist ein weiterer. Ja, deswegen. Also der Sieger, der den anderen dann gebannt hat, der hat ja keinen Schaden, sondern der hat Nutzen. Oder der Sieger, der dann den Meinungskampf gewonnen hat. Also KuchenTV versucht ja Shoyuka nicht zu bannen, sondern KuchenTV versucht argumentativ zu gewinnen. Shoyuka versucht KuchenTV zu bannen. Das heißt, der sich am Ende durchsetzt, also wenn Shoyuka KuchenTV nicht gebannt bekommt oder zumindest auf meisten Plattformen, vor allem auf YouTube nicht gebannt bekommt, dann wird KuchenTV, wenn er sich keinen großen Fauxpas leistet, vermutlich gewinnen. Oder er gewinnt ja gerade schon, das sehen wir ja gerade. Der Beef geht ja gerade in die nächste Runde, weil Shoyuka gerade am Verlieren ist. Deswegen schaltet sich die höhere Ebene, Bundestagsabgeordnete, Amadeo-Antonio-Stiftung etc. ein. Und ja, das ist sehr interessant zu sehen, wie das ausgeht. Also ob Shoyuka es schaffen wird, noch weitere Streamer, vor allem KuchenTV, zu canceln oder ob sie es nicht schafft. Wenn sie es nicht schafft, dann wird sie diesen Kampf wahrscheinlich verlieren. Dann werden die Walkies eine metapolitische Niederlage erleiden. Weiterer Faktor, der den Konflikt schwelen lässt. Deswegen ist es auch paradox, dass ich mit einem Video darüber dazu beitragen will, dass es keine weiteren Videos mehr dazu gibt. Noch. Warum sollte es dazu keine weiteren Videos geben, solange Shoyuka an ihrem Verhalten festhält? Solange Shoyuka nicht sagt, okay, Leute, ich ziehe mich zurück, ich erkenne meine Niederlage an, ich versuche nicht mehr meine Kritiker zu canceln, dann werden die Videos nach und nach aufhören. Also du hast durch dieses Video jetzt schon für zig Reaktionsvideos gesorgt. Ja, ihr merkt selber, das ist, ich hatte es ja immer wieder schon angemerkt, die Reaktionsformate sind furchtbar redundant, aber wenn man sich erstmal darin befindet, dann kann man das selbst auch nicht mehr groß ändern. Noch paradoxer wird es, wenn man sich überlegt, dass auch externe Lösungsversuche zum Scheitern verurteilt sind. Man sieht es gerade daran, dass dritte Akteure wie Medien und Institutionen Shoyuka zur Seite gesprungen sind. Mangels guter Recherche oder mangels Motivation tappen sie aber in die Denkfalle und stellen sich klar auf eine Seite. Gegen den von Shoyuka gezeichneten Strohmann, einen hasserfüllten. Nein, sie stellen sich nicht mangels Recherche auf eine Seite. Sie stellen sich auf eine Seite, weil Shoyuka auf ihrer Seite steht. Die Mitarbeiter in diesen Medien sind anscheinend überzeugte Wokisten. Sie wollen die Woke-Ideologie voranbringen. Sie wollen KuchenTV unmöglich machen. Sie wollen ihn canceln. Und da das eben von dieser kleinen Twitch-Blase aus nicht geklappt hat, versucht man es jetzt auf einer noch größeren Ebene. Einen männlichen rechten Mob, der ihre heftigen Gaming-Skills einfach nicht anerkennen will und sie stattdessen lieber in der Küche sehen würde und ihre legitime Kritik an patriarchalen Strukturen und ihren elenden Kampf für Gleichberechtigung durch ihre Inselmentalität torpediert und versucht, sie psychisch zu brechen. Diese Betrachtungsweise ist so simpel und einseitig, wie die zu erwartende Reaktion darauf offensichtlich ist. Und wohin richtet sie sich? Na klar, gegen Shoyuka. Sich in einer komplexen Thematik mit Fehlern auf beiden Seiten komplett auf eine Seite zu schlagen, kann nur kontraproduktiv sein. Ihr von außen zu helfen, schadet ihr. Das nächste Paradoxon. Neuntens, die Lösung. Mir ist die Ironie völlig bewusst, dass mein Video... Die Lösung, die Wokisten gestehen ihre Niederlage ein, hören auf, andere Leute zu canceln und lassen den freien Diskurs zu. Das ist meine Lösung. Das ist etwas, was Leute wie Shoyuka auf jeden Fall ja nicht gerne hören werden. Also aktuell scheint diese Lösung der Modus zu sein, in dem wir jetzt wechseln werden. Shoyuka hat, wie gesagt, auf Twitch in letzter Zeit keine dämlichen Aussagen mehr gebracht, zumindest die letzten paar Tage nicht. Und sie hat auch auf Twitter die letzten 5 Tage nichts geschrieben. Also sieht es aktuell so aus, als würde dieser Beef langsam mit einem deutlichen Punktsieg von den Nicht-Wokisten zu Ende gehen. Genau das tut, was ich hier anprangere. Ich wirke aktiv am Problem mit, obwohl ich Good Intentions habe. Das wird auch mein erstes und letztes Video zur Thematik sein. Es ist ein Ich habe auch gute Intentionen. Ich will die Wokies auf Twitch zurückdrängen. Ich will, dass diese Leute Zuschauer verlieren. Ich will Leute argumentativ davon überzeugen, dass der Wokismus absolut der falsche Weg ist. Aufruf an die Einzigen, die das Dilemma wirklich beseitigen können. Die beteiligten Personen selbst. Denn im Gegensatz zum vorerwähnten Gefangenen-Dilemma haben die beiden den Vorteil, dass sie miteinander kommunizieren können.
No way! Mangels Reichweite habe ich wenig Hoffnung, dass ich hiermit eine Wirkung erziele. Aber ihr könnt alle damit helfen, indem ihr mein Video pusht und mich berühmt macht. KuchenTV hat ja schon darauf reagiert, also wir gucken jetzt nicht an, was er dazu gesagt hat. Also irgendwo ist auch mal genug. Also genug Shoyoka für heute, würde ich sagen, wenn wir das Video zu Ende gesehen haben. Und wenn ihr schon dabei seid, sinnvolle Dinge zu tun, dann holt euch im Dezember noch... Nein. Führe ein klärendes Gespräch mit der Gegenseite. Message an KuchenTV. Es zeugt von wahrer Stärke, wenn man mal etwas gut sein lassen kann. Nur weil du denkst, dass Shoyoka unsympathisch ist und du rationaler argumentierst, gibt dir das nicht das moralische Recht, sie fertig zu machen. Was heißt fertig zu machen? Er kritisiert sie. Was heißt das moralische? Ich sage es hier ganz offen, es ist mir völlig egal, ob KuchenTVs Kritik moralisch gerechtfertigt ist oder ob er mal einen blöden Spruch gedrückt hat. Meine Güte, auch ein bisschen polemische Kritik, die gehört nun mal dazu. Da bin ich jetzt niemand, der rumläuft und anderen Leuten sagt, was sie zu sagen haben. Das ist ja furchtbar anmaßend. Wenn allerdings demokratische Mindeststandards bekämpft werden, wenn der freie Diskurs zerstört werden soll, wenn Leuten ihre Meinungsfreiheit verboten werden soll, also dann schlage ich mich ganz klar auf die Seite, die so etwas nicht tut. Aus der psychisch stabileren Position heraus weiter zu prügeln, ist einfach weak. Sei die größere Person und beende die Geschichte. Hört euch jetzt mal an, was er hier gesagt hat. Also wenn Shoyoka hier drauf reagieren sollte, was ich für unwahrscheinlich halte, dann hat sie hier bestimmt gleich was zu meckern. Gibt ihr das nicht das moralische Recht, sie fertig zu machen? Aus der psychisch stabileren Position heraus weiter zu prügeln, ist einfach weak. Aus der psychisch stabileren Position. Wisst ihr, was er hier jetzt aus Sicht der Wokies gemacht hat? Er hat Shoyoka pathologisiert. Also ihr dürft nicht Shoyoka kritisieren. Ihr dürft aber auch nicht sagen, okay, ihr geht's nicht so gut, ich reagiere jetzt nicht mehr auf sie, dann pathologisiert ihr sie nämlich. Also Erwin und Imp wurden ja beispielsweise dafür kritisiert, dass sie ja gesagt haben, so, Shoyoka, der scheint's nicht so gut zu gehen, wir lassen sie in Ruhe. Und bei Skeptic behauptet jetzt genau das Gleiche, ja, KuchenTV psychisch stabiler, ja, sorry, damit habt ihr sie jetzt pathologisiert. Also du kannst es den Wokies nicht recht machen. Das Einzige, was du aus deren Sicht tun kannst, ist, sich dieser Woken-Ideologie zu unterwerfen. Also sie würden, wenn sie dieses Video hier von Bias Skeptic sehen, auch entsprechend angreifen. Also ihr habt bei den Wokisten gar keine Wahl. Ihr könnt nicht sagen, ja, ich versuche jetzt eine vernünftige Mittelposition zu finden. Ihr könnt nur sagen, ich nehme eure Ideologie oder ich nehme sie nicht. Irgendeine Mittelposition wird von diesen Leuten nicht akzeptiert, sondern sie wird bekämpft. Das haben wir bei Proletopia gesehen, das haben wir bei Sinan gesehen. Das haben wir eigentlich bei jedem gesehen, der jetzt... Wer jetzt gesagt hat, oh, also eure Ziele, die teile ich ja teilweise, aber eure Methoden, euer Programm, das finde ich nicht gut. Sobald man das sagt, ist man für diese Leute ein Feind, dann ist man genauso schlimm wie ein Nazi. Für diese Leute macht es absolut keinen Unterschied. Sei die größere Person und beende die Geschichte, bevor du Blut an deinen Händen kleben hast. Ich maße immer keine Ferndiagnose an. Kritisiere, ich maße mir keine Ferndiagnose an, wenn das schon so beginnt, dann... Wenn er schon so beginnt. Ja, also jetzt hast du Shoyoka offiziell pathologisiert. Wenn die Wokies dieses Video sehen, werden sie ausrasten. Und ich will die Sache auch nicht überdramatisieren. Aber für mich wirkt Shoyoka überfordert. Wie wahrscheinlich ist das? Wie groß ist die Gefahr, dass sie sich irgendwann etwas antut? Keine Ahnung. Aber tja, jetzt hast du sie pathologisiert. Also jetzt werden die Wokies dir auf jeden Fall etwas antun. Also natürlich nur rein rhetorisch, sie werden dich versuchen, dich zu canceln, wenn sie dieses Video hier sehen und mit KuchenTV, Nemesis und den ganzen anderen, die sie gerade erfolgreich schon gecancelt haben, erst einmal fertig sind. Alles über 0,0% ist zu viel. Denk mal drüber nach. Message an beide. Wenn ihr so weitermacht und die Eskalationsspirale drehen lasst, gibt es am Ende nur Verlierer. Ihr macht beide Klicks und Geld. Nee. Ja, genau, ihr macht Klicks und Geld, also gibt es ja nicht nur Verlierer. Aber ist das alles, worum es geht? Ihr seid auch mit anderen Sachen auf. Ja, es gibt auch einen metabolischen Sieg zu erzielen, die Wokies auf Twitch zurückzudrängen. Das ist das, was das Ziel hier des Ganzen, also was ein erstrebenswertes Ziel meiner Meinung nach ist. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall weiter die Wokies kritisieren, ob es jetzt immer Shoyoka sein muss oder ob man jetzt daran nimmt, ob Dekadent, also die reden ja alle ziemlich großen Unsinn, da kann man auch mal wechseln, man muss nicht immer auf die gleichen Streamer reagieren, also ist mir relativ egal. Aber die Wokies zu kritisieren, das ist richtig und wichtig und das hat Bias Skeptic in der Vergangenheit ja auch immer wieder gemacht. Und da wäre es jetzt auch völlig lächerlich, ihm hier jetzt eine Kampagne zu unterstellen. Aber das wird den Kritikern von Shoyoka, ja unterstellt. Erfolgreich gewesen. Einer von euch oder am besten beide, be the bigger man or woman. Denn sonst hört das nie auf. Und am Ende werdet ihr beide verlieren.
Ich bin bei Skeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Ja, die metapolitische Ebene wurde nicht betrachtet. Es wurde nur darauf eingegangen, ob irgendwer was moralisch falsch gemacht hat. Ganz ehrlich, mir ist das völlig egal, ob irgendwer was moralisch falsch gemacht hat. Ich habe, wenn solche Leute wie Shoyoko in die Nähe von Machtpositionen kommen, Angst davor, dass ich gecancelt werde, dass mein politisches Lager gecancelt wird. Ich habe Angst, dass der freie Diskurs zerstört wird. Und das sind alles Dinge, die ich keineswegs gutheißen kann. Also, ja, was soll man zu dem Video sagen? Es ist jetzt nicht falsch, aber es geht am eigentlichen Kern des Problems vorbei, nämlich dem Wokismus, einer Ideologie, die die Leute mit einer anderen Meinung canceln will, die sie versucht moralisch abzuwerten und die sich gerade gegen KuchenTV wendet, die sich aber morgen früh auch gegen Bias Skeptik wenden könnte, der ja in der Vergangenheit immer wieder den Wokismus kritisiert hat.